ist entspricht, wenn wir von den biblischen Propheten reden, dieses Wort ist ja erst in der Welt, seitdem eben die hebräische Bibel in der Septuaginta ins Griechische übersetzt wurde, das haben wir ja schon festgestellt, das ist eine enorme Kulturleistung, indem man nämlich für dieses, aus diesem kleinen Israel, so kleine Pusemuckelland, ja, das sagt, wir haben den einen Gott und das ist der einzig wahre, ja, wo sich das plötzlich hineinbuchstabiert, auch kulturell und geistesgeschichtlich in die damals bekannte Welt, indem man also die Bibel in einer Sprache hat, die möglichst viele verstehen. Ja, das ist auch so eine notwendige und wichtige Übersetzungsleistung gewesen. Ja. Ja, man muss ja das hebräische Wort übersetzen. Und daneben nimmt die Septuaginta eben Prophetes. Ja. Prophemie ist eben ein etwas sagen. Ja. Und da kommt eben auch das etwas her, Vorhersagen oder sowas. Ja. Und das hat man entlehnt. Es gibt natürlich in Griechenland auch Propheten. Die Pythia, die da im Orakel von Delphi sitzt, ja, hinterm Vorhang und dann immer da herumorakelt. Ja. Bis heute sind aber unsere Verständnisse von Propheten, auch ich denke, das kann man schon eben in unseren Wortmeldungen sehen, sind immer noch davon etwas inspiriert und führen uns manchmal auf falsche Fährten. Ja, das werden wir noch erkennen, ja? was es bedeutet. Ich würde gerne, bevor wir jetzt hier mit so Begriffen jonglieren, würde ich sie schon mal gerne als Arbeiten bringen heute Morgen. Ja? Ja, sie schließen. Bibelschule heißt, dass man arbeiten muss. Ja? Alles nicht. Und ich würde sie gerne an zwei Textstellen setzen, um die anzuschauen und sie zu vergleichen. Ja, das sind Stellen, die Sie kennen. Das ist einmal Jesaja 6 und einmal Jeremia 1. Die eignen sich einfach auch gut zum Vergleich. Und ich überlege nur gerade methodisch, wie wir das am besten machen. Nachdem wir jetzt nicht so große Gruppe sind, kann man natürlich einfacher mit Einzelmeldungen umgehen. Vielleicht machen wir es einfach so, dass Sie sich 10 Minuten nehmen, oder auch eine Viertelstunde, von mir ist es vielleicht besser, eine Viertelstunde, die beiden Stellen, wer keine Bibel mit hat, wir hätten noch welche im Lager. Bitte? Ist schon da. Ach, hier stehen. Danke, das Equipment ist hier immer unbestechlich. Und ich habe einige Fragen aufgeschrieben. Also mal die Stellen aufmerksam lesen, sie vergleichen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede sammeln, weil wir dann über die konkrete Stelle noch einmal näher hineinkommen in das, was Schwester Maria dann eben gefragt hat, was heißt es denn dann jetzt? Wie ist denn das hebräische Wort? Es gibt verschiedene, aber ein besonderes. Und was bedeutet es dann? Ja? Dass das damit für uns etwas mehr Kontur bekommt. Dann treffen wir uns um 9:45 wieder. Ja? Nutzen Sie wirklich auch die Gelegenheit, also drüben im Lesebereich oder so, oder hier draußen ist es schön, irgendwo für sich zu sein, um die Dinge zu entdecken.